Inzwischen sind wir schon einen großen Schritt vorangekommen. Was den Aufbau vom Hochregallager betrifft, lief alles reibungslos. Auch die Lasermaschine, die Anlieferung sowie der Aufbau sind bisher ohne Probleme abgelaufen. Das Dach hat uns ein bisschen Probleme gemacht und wir mussten sehen, dass wir die Photovoltaikanlage noch dieses Jahr in Betrieb nehmen. Aber das hat jetzt auch soweit alles funktioniert und läuft auch alles. In der Produktionshalle sind jetzt die ganzen Medienversorgungen vorhanden, das heißt die Druckluft, Strom, Licht, Sauerstoff und Stickstoff ist hier. Der Laser ist auch schon im Testbetrieb. Des Weiteren ist das Hochregallager angeliefert worden und wird im Betrieb genommen. Trumpf beteiligt sich von Anfang an der Projektierung, an der Planung der Halle, an der Peripherie und das auch bei vielen anderen Projekten, die wir schon realisiert haben. Und diese Erfahrung lassen wir natürlich hier mit einfließen. Wir haben auch jetzt in der Phase des Aufbaus uns sehr unterstützt und haben uns noch Tipps gegeben. Und es macht sich bezahlt, frühzeitig die Firma Trumpf mit einzubinden. Als nächstes ist die Komplettierung vom Hochregallager geplant, dass die Paletten dann eingelagert werden können, dass das Hochregallager dann im Automatikbetrieb laufen kann. Und danach wird die Lasermaschine in Betrieb genommen und mit dem Hochregallager zusammen konfiguriert, sodass wir voraussichtlich Ende Februar dann mit der Produktion starten können.